Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Radsport, das ist viel mehr als in die Pedale zu treten. Radsport ist vielmehr eine komplexe und vielseitige Angelegenheit. Und so trainieren die insgesamt 80 Mädchen und Jungen von der Altersklasse U13 bis zur Altersklasse U19 des Radsportclubs Vorwärts in Parchim derzeit nicht nur jeweils zweimal in der Woche in der Halle, sondern legen auch in der dunkleren und mitunter auch deutlich kälteren Jahreszeit etliche Trainingskilometer zurück. Im Sommer sind es immerhin zweimal wöchentlich, jeweils mindestens 40 Kilometer. Gerade in dieser Vielfalt liegt wahrscheinlich aber auch die Faszination des Radsports. Also ich sage mal so, es ist eine Menge Arbeit drin und es ist auch, also ich sag mal so, eine Menge Taktik mit drin. Also ein Radsportler ist nie so stark, wenn er nicht seine komplette Mannschaft hinter sich hätte. Es gibt gewisse Abläufe, sage ich mal so, die einstudiert werden müssen. So dazu gehört Taktik, Ausdauer, Geschicklichkeit. Und wenn man alles diese Komponenten irgendwo berücksichtigt, dann kommt man am Ende auch gute Erfolge bei raus. Vorige Woche legten sie sich besonders ins Zeug. Stand doch am Wochenende in Schwerin eine Leistungsüberprüfung der Komponenten Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit durch den Landesradsportverband Mecklenburg-Vorpommern an. Denn nur wer von den jungen Leuten diesen Test bestand, der konnte für die kommende Saison in den Kader für das Land Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen werden. Die nächste Überprüfung steht dann Ende Januar 2017, unmittelbar vor den Winterferien, auf dem Programm. Und tatsächlich lief es am Wochenende sehr gut. Alle 6 Kandidaten, 3 Mädchen und 3 Jungen, haben ihren Test mit Bravour bestanden und werden in den Landeskader aufgenommen. Und was meint der Trainer, der selbst einmal DDR-Meister in der AK-13 war, auf die spannende Frage danach, ob wir den einen oder anderen vielleicht eines Tages als Olympiasieger wiedersehen? Möglich ist alles in dieser Sportart, aber ohne Fleiß kein Preis. Ne? Heutzutage ist es für die Sportler sehr schwierig, regelmäßig am Training dran teilzunehmen. Das hängt damit zusammen, dass sie alle auf unterschiedlichen Schulen gehen. Dann muss die Bereitschaft der Eltern mit bei sein, die Kinder bei diesem Hobby zu unterstützen. Und wenn diese Faktoren dann alle miteinander gut kombiniert werden, dann kommen am Ende auch gute Ergebnisse raus. Auf solche guten Ergebnisse können unter anderem Theresia Kolbo und Cosima Konrad verweisen, die schon mehrere erste und zweite Plätze erfahren haben. Sie trainieren hart, weil sie besser und schneller werden wollen. Und die beiden Mädchen haben auch einen pfiffigen Weg gefunden, Sport und Schule miteinander zu kombinieren. Ja, also ich komme auch gut zurecht. Manchmal, wenn wir jetzt zum Beispiel Rolle fahren, dann nehme ich mir auch mal den Hefter mit und lerne so ein bisschen. Also ich kriege das alles ganz gut unter einem Hut und es wird. Manchmal muss man halt das Training auch ausfallen lassen, weil man dann so eine Klassenarbeit schreibt. Aber sonst komme ich damit auch relativ gut zurecht. Das Training zweimal in der Woche ist jedenfalls recht abwechslungsreich. Am Dienstag machen wir mal Athletik und diesen Kraftkreis und am Donnerstag laufen wir mal draußen, so 3 Kilometer, so durch den Wald, und dann fahren wir noch ein bisschen Rolle. Rollefahren ist etwa so ähnlich wie ein Hobentrainer. Man fährt zwar, kommt aber nicht von der Stelle. Die Lieblingsfächer von Theresia und Cosima sind übrigens Geschichte, Geografie und Sport. Mathe mögen beide nicht so richtig. Im Übrigen weiß Dieter Kolbo eine Eigenschaft der weiblichen Radsportler besonders zu schätzen. Bei den Mädchen sei der Ehrgeiz höher als bei den Jungen. Wenn die Mädchen ein Ziel vor Augen haben, dann wollen sie es auch erreichen. Wenn die Jungs dagegen etwas älter sind, interessieren sie sich manchmal eher für Mädchen als für Radsport, Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit, wie an diesem Abend intensiv trainiert. Und auch am Wochenende hat sich dieses intensive Training wieder einmal ausgezahlt. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.